Die Bergsennerei Huban in Doren wird geschlossen. Das hat der Betreiber Rupp heute angekündigt. Das Unternehmen gibt wirtschaftliche Gründe für die Schließung an. Schon in den nächsten Wochen werden in der Sennerei die letzten Käseleibe gemacht. Für die Mitarbeitenden soll es andere Jobangebote im Unternehmen geben. Seit über 60 Jahren gibt es die Sennerei in Doren. Vor 5 Jahren hat Alma die Bergsennerei Huban übernommen. Die Marke Alma gehört ja zum bekannten Käseproduzenten Rupp. Doch schon beim Kauf sei die Sennerei im Vorderwald in einem schlechten Zustand gewesen. Wir haben dann für uns Konzepte überlegt, wie wir die Sennerei langfristig weiterführen können. Allerdings sind die Jahre danach dann 2 Jahre Corona und Inflation gekommen. Das hat unsere Pläne über den Haufen geschmissen. Viele Investitionen wären notwendig gewesen, um die Sennerei zu halten. Zu viele für den Betrieb. Leichtherzig gibt man den Standort dennoch nicht auf. Weil uns bewusst ist, dass da auch 8 Mitarbeiter dahinter stecken, die Sennerei Doren eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und vor allem, was ganz wichtig ist, stehen auch 22 Landwirte hinter dieser Sennerei, die uns Milch liefern. Für die Mitarbeitenden der Sennerei soll es Jobangebote im Unternehmen geben. Doch zuerst wolle man die Situation sacken lassen, bevor über konkrete Stellen gesprochen wird. Auch die Landwirte können nach wie vor ihre Milch an Alma verkaufen. Nur dass ab Mitte September die Milch nicht mehr in Doren verarbeitet wird, sondern von der Vorarlberg Milch in Feldkirch. Sie übernehmen damit die Dorener Käseproduktion. Ja, die Vorarlberg Milch tritt hier als Lohnproduzent auf und führt praktisch im Auftrag der Firma Rupp mit den Rezepturen der Firma Rupp die Produktion durch. Das kurbelt bei der Genossenschaft das Geschäft an. Im August ist über ein Defizit von 3,3 Millionen Euro berichtet worden. Mit der Käseproduktion von Alma werden Kapazitäten gefüllt. Eine Einnahmequelle für Vorarlberg Milch. Beide Unternehmen sind mit der Lösung zufrieden. Ja, und wenn Sie sich gewundert haben, warum Sie jetzt nicht gesehen haben, wie diese Herren heißen, wir haben ein wenig Probleme mit unserem Schriftgenerator und bitten um Entschuldigung. Wir arbeiten dran, bleiben allerdings noch bei der Schließung in Doren, denn damit geht im Bregenzer Wald auch ein Stück Geschichte zu Ende. In der Sennerei wurde schon Käse produziert, als in Österreich noch ein Kaiser geherrscht hatte. Mehr als ein Jahrhundert lang konnten die Bauern ihre Milch dorthin bringen. Damit ist jetzt Schluss und das sorgt bei vielen für eine Portion Wehmut. Seit 123 Jahren wird hier in der Sennerei Huban in Doren die Milch der Region verarbeitet. Gut 4 Millionen Liter jährlich. Gestern Abend wurden die Mitarbeiter und Milchlieferanten vom Ende der Sennerei informiert. Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bin ich da Betriebsleiter. Natürlich war es ein Schock, weil wir eigentlich damit nicht gerechnet haben. 8 Mitarbeiter sind betroffen. Für uns heißt das jetzt eigentlich aktuell weitermachen, bis wir mal fertig sind. Und danach wird es so sein, dass wir uns alle weitere Jobangebote machen, in der Firma intern. Also wir haben demnächst schon Gespräche zu dem und wir sind jetzt in der Richtung sehr positiv gestimmt, eigentlich, dass man Lösungen findet. Betroffen sind auch 22 Milchbauern, die täglich 12.000 bis 14.000 Liter Milch an die Sennerei geliefert haben. Ja, ist schade, dass so ein Traditionsbetrieb die Toren schließt, aber wir waren früher als Genossenschaft auch nicht imstande, um es wirtschaftlich zu führen. Und ich kann es der Firma Rupp eigentlich nicht verübeln. Es ist ein hoher Investitionsdruck da und ja, es ist halt schwierig. Die Traditionssennerei gehörte zum Dorfleben einfach dazu. Das Ende für viele überraschend. Nein, ist das schade. Ja, wirklich. Geht's das? Allerhand. Also wie lange sind Sie schon Kundin? Ja, schon ewig lang. Ewig lang, ja. Traurig, ja, wirklich wahr. Ich kann es noch gerne glauben. Wenn ich nicht gewesen. Das ist nicht gut. Hat die nicht rübergehört, wie? Ja, das ist nicht gut. Bist du Kunde oder deine Familie? Nein, das nicht, aber ich kenne ein paar Bauern von da, die dort Milchkanne geliefert haben. Ja, das ist schockierend. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt neu für der Alma, glaube ich, oder? Und dass da produziert wird, habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, total. Wir sind Kunde. Kann eigentlich wöchentlich Käse kaufen. Puh, schockiert mich jetzt gerade.